Wir haben heute für euch ein einstündiges Workout, was wir gemeinsam mit euch durchziehen werden. Ihr werdet jetzt denken, eventuell ist es auch ein HIIT-Workout, ist es nicht. HIIT-Workouts kann man nicht über eine halbe Stunde machen, so sind sie nicht konzipiert. Alles darüber hinaus macht das HIIT dann kaputt und macht es dann ein normales Intervalltraining. So wie es eins heute ist, wir machen heute ein Intervalltraining trotzdem, aber nicht im HIIT-Modus. Das heißt, wir haben ein bisschen weniger Cardio-Elemente drin, wir haben aber auch viel Kraft dabei, verschiedene Einheiten, die wir einfach zusammen machen. Ich hoffe, wir freuen uns alle drauf und wir wärmen uns auch zusammen auf. Also heute müsst ihr euch nicht extra davor aufwärmen, wie das sonst immer der Fall ist, sondern wir machen alles mit euch mit. Und ich denke, wir sind alle bereit und können uns aufwärmen. Für diejenigen von euch, die immer fragen, wie viel Kilokalorien man verbraucht. Beim HIIT-Workout sage ich das generell nicht, weil es erstens nicht darauf ankommt, sondern auf den Fettabbau, der im Nachbrenneffekt passiert. Und zweitens sage ich es generell wenig, weil man im HIIT wirklich nicht weiß, wie krass ihr dran geht und wie viel Kilokalorien ihr einzeln verbrauchen könnt. Hier kann ich jetzt aber sagen, weil es kein HIIT ist, wenn ihr euch gut dran haltet und immer alles mitmacht, wie wir es machen, verbrennt ihr um die 800 Kilokalorien. Aber das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie fit ihr seid, wie krass ihr es durchzieht, wie anstrengend es für euch ist. Wie schwer ihr seid, ist ja noch ganz wichtig. Genau, wie schwer ihr seid und die allgemeine Fitnesslevel ist bei jedem anders. Aber circa 800 Kilokalorien. Und wir starten gleich mal durch mit Aufwärmen. Und Daniel macht es auch schon so ähnlich vor. Wir steppen erstmal von Seite zu Seite. Nur leicht. Oh, da muss ich mich ja schon dran gewöhnen, an diese normale Einheit. Ja, Nick kennt das nicht. Wir steppen erstmal. Und gehen mal ein bisschen tiefer. Tiefer. Daniel macht schon gleich No. Ja, okay, nur leicht anwinkeln und dann wieder hochkommen. Ich bin das Profiprogramm gewöhnt. Okay. Und jetzt bleiben wir mal stehen. Und machen die gleiche Bewegung wieder, aber ein bisschen statischer. Macht erstmal wirklich nur so kleine Dips. Keine richtigen Squats. Dann geht ihr mal tiefer. Wir können auch die Arme mal mitnehmen. Immer überkreuzt vorm Körper. Tief. Ich denke manchmal gerade beim Aufwärmen und so, ah, total lasch, aber aufwärmen heißt auch aufwärmen. Hier und geht's kein drum, Sport. Genau, und kein Sport, keinen richtigen Sport. Da geht es wirklich darum, dass man den Körper ein bisschen auf Temperatur bringt, die Gelenke ein bisschen darauf vorbereitet, was gleich kommt. Und schmieren vor allem die Gelenke. Okay. Wir machen weiter und währenddessen Hände zur Seite und kleine Kreischen nach hinten. Wir werden immer größer dabei. Schön anspannen die Hand. Größer, größer, größer. Und dann in die andere Richtung zurück klein werden. So, jetzt können wir stehen bleiben. Okay, jetzt möchte ich sehen, wie ihr ganz langsam euch nach unten lasst. Hände könnt ihr auch verschränken vom Körper. Und dann Po nach hinten, Beine gerade, wippen von rechts nach links. Und wir wippen. Rechts nach links. Schön langsam das Ganze. Jetzt mal Hände gerade lassen. Und in der Mitte zum Stehen kommen. Wenn ihr in der Mitte seid, mal unten durchgreifen, so gut es geht. Ihr seht, Daniel ist, glaube ich, gelenkiger als ich, habe ich gedacht. Nee, nee, nee. Und jetzt mal zum rechten Bein kommen. Fassen und ranziehen, richtig den Oberkörper ans Bein ziehen. Dann hinten mal hoch mit der Hand. Und richtig dran drücken. Kurz halten, das Atmen nicht vergessen. Der Hand hinterher schauen. In die Mitte kommen. Und zur anderen Seite. Dran ziehen ans Bein. Links hoch. Oder rechts hoch. Kommt auch noch, welchen Bein ihr seid. Hinterher schauen. Wieder in die Mitte. Langsam rein in die Mitte kommen lassen. Und bevor wir jetzt hochgehen, Hände hinter den Beinen verschränken und immer wieder gerade werden im Bein. So gut es geht, halten hinter der Kniekehle. Und wieder durchstrecken, runterkommen. Durchstrecken. Okay, loslassen und ganz langsam hochrollen mit dem Rücken.
gerade werden. Wir gehen gerade hin, gehen erstmal in den Downward Dog. Ihr kennt den aus den Übungen. Po ist hoch und drücken erstmal langsam die Ferse durch. Immer schön zu Boden drücken. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Und wenn ihr das jetzt gemacht habt, nehmt den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Trete nach vorne. Wir bleiben erstmal tief. Drücken mal durch. Und dann ziehen wir das Gesäß nach oben und nehmen es auch gleich wieder nach unten. Also hochziehen, Hände bleiben unten, runterkommen. Hoch, runter. Immer schön hoch und wieder runter. Und noch einmal hoch, runter, wir bleiben tief, gehen mit dem Oberkörper nach oben und halten uns nochmal hier kurz. Und wieder runter. Wechsel mit den Beinen. Und wir bleiben erstmal hier. Und dann ziehen wir hoch. Und runter. Für manche wird das hier ein bisschen leichter sein. Manche sind ja allgemein ein bisschen elastischer. Sag ich jetzt mal. Und noch einmal hoch. Und wir bleiben tief. Oberkörper hochkommen. Schön tief reinsitzen, Hüfte parallel zum Boden, nach vorne zeigen und runtergreifen. Wir drücken nochmal durch, nach hinten und dann lassen wir uns jetzt langsam auf die Knie runter und drehen unseren Rücken mal wie so eine Katze, immer in die Katzenbuckel. Daniel macht das wunderschön. Wunderbar, oder? Wunderbar. Dabei bleibt der Oberkörper so starr wie es geht. Erstmal in eine Richtung drehen den Rücken. Dann Richtungswechsel. Schreibt mal in die Kommentare. Wer es schöner macht. Wer es schöner macht. Okay, dann lassen wir unser Gesäß nach hinten. Drücken erstmal durch. Mit dem Hemd nach vorne. Nehmt mal eure Fingerspitzen. Dass nur die Fingerspitzen den Boden berühren und die Handflächen hoch. Spannung nach oben nehmen. Und dann richtig durchdrücken. Ihr solltet das vor allem in der Schulter auch spüren. Nur die Fingerspitzen sind auf dem Boden, die Hand nach oben gezogen. Und jetzt langsam die Hand hinter den Körper legen. Mal kurz auswippen, soweit ihr runterkommen könnt. Und wir kommen langsam hoch. Stellen uns auf. Machen noch ein bisschen was für die Arme. Wir kreisen rechts nach hinten. Wir machen das nicht gleichzeitig, weil wenn wir gleichzeitig hier diese Schwimmbewegung machen würden, würde die Schulter hinten aneinander reiben. Richtungswechsel nach vorne. Und die andere Hand nach hinten. Und nach vorne. Und zwar seid ihr wirklich wunderbar warm. Der Körper kann jetzt loslegen mit... Genau, ich mache Arbeit, mal sehr, ne? Nach hinten ziehe ich die beiden Seiten nochmal. Ich find, da merke ich dann auch ein bisschen immer, wenn ich ein bisschen verspannt bin. Und nochmal für diejenigen von euch, die ein bisschen Handgelenke mal Probleme haben, das würde ich auch mal aufwärmen. Rotiert es mal ein bisschen durch in beide Richtungen. Und dann vorne durchziehen. Daniel macht es auch gerne in die Richtung so und in die andere Richtung mit einer Faust. Kann er gleich mal zeigen. Ja, dann zeigt das euch jetzt, wie das funktioniert. Nee, es bringt wirklich viel, gerade wenn ihr einen Tennisarm oder sowas Probleme habt im Ellenbogen, im Handgelenk, dann könnt ihr wirklich hingehen. Faust die machen. Faust in die andere Hand wie in so eine Pfanne reinlegen und hier richtig die Dehnung spüren. Eigentlich spürt man es bis in den Ellenbogen rein. Ich spüre es vor allem hier. Ja. So, einmal kurz den Nacken durchlockern und dann geht's auch jetzt schon los. Wir starten mit dem richtigen Workout. Unsere erste Einheit ist 26 Minuten lang. Im Intervall 40-20 habe ich 13 Übungen für euch. Die machen wir zweimal durch. Ihr werdet merken, natürlich im ersten Block ist noch relativ viel Cardio dabei, aber ein bisschen anders. Ihr werdet euch nicht
an jedes Limit drücken können und müssen, weil ihr habt ja noch einen zweiten Block, der auf euch wartet. Das heißt, schon im Kopf, im Körper ist alles ein bisschen anders. Beim HIIT drücken wir uns immer ans Limit, hier nicht. Aber wir versuchen natürlich trotzdem immer unser Bestes zu geben. Okay, wir fangen gleich mal an mit Running Mans, weil wir erstmal uns langsam reinkommen lassen. Running Man? Achso, nee, ja. Running und Sport. Ah, okay. Ah, ich bin ein guter Schüler. Ja, ist ein guter Schüler. Running Man kommen aber auch noch. Also wir fangen erstmal an mit Joggen auf der Stelle. Auch wenn wir aufgewärmt sind, wollen wir natürlich noch extra warm werden. Ganz wichtig hier ist jetzt auch, weil es ja wirklich kein HIIT ist, dass man die Übung noch sauberer ausführt, noch mehr auf die Körperspannung achtet. Also rennt und nehmt ruhig eure Arme mit, damit ihr auch ein bisschen warm werden könnt. Da vorne ein bisschen, als ob ihr auf so einem Crosstrainer steht, ein bisschen mitziehen. Können wir ein bisschen vorrennen. Okay. Jetzt machen wir nach der Pause Step-Throughs. Das kennt ihr, wir gehen in so eine Fröschchenstellung und halten unser Gewicht, während wir mit dem einen Bein zur Seite vorstrecken. Das sieht so aus. Vorstrecken, zurückkommen. Vorstrecken, zurück. Die Hüfte kippt also und geht dabei relativ nah an den Boden, bleibt aber in der Luft. Immer schön kippen, in der Luft halten, zurückkommen ins Fröschchen. Andere Richtung. Und bei so Übungen ist doch ganz wichtig, wie die Fußstellung zum Beispiel ist, weil ich kann hier so rumlabbeln oder ich mache wirklich eine saubere Fußstellung. Das bringt einfach immer noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt kommt die Übung, die Daniel erwartet hat, Running Mans. Noch um zusätzlich warm zu werden, große Sprünge, keine Ausfallschritte, sondern die Beine bleiben relativ gerade und wir rennen einfach nur. Aber man drückt sich immer nach oben ab. Genau. Das ist ganz wichtig. Wie so ein Zinnsoldat, steif nach oben. Kann wunderbar ruhig ausführen, falls jemand mit Einschränkungen unterm Gitter hat. Genau, man kann auch wirklich schauen, dass man leise springt. Wir machen jetzt erstmal rechts oder links zuerst. Ausfallschritt nach hinten und einen kleinen Hopp. Das heißt, ich fange jetzt mit rechts hinten an. Aber ohne Wechsel. Nur erstmal eine Seite und einen Hopp. Okay. Und das machen wir jetzt eine ganze Weile, 40 Sekunden. Nach hinten schön und Hüpfer. Erstmal nur eine Seite, kein Wechsel. Beim Runtergehen darauf achten, dass das Knie stabil bleibt. Und dass ihr einen rechten Winkel habt. Also schön nach hinten. Vorne soll es ein rechter Winkel hier sein. Und dann den Hopp. Wir stehen etwas schulterbreit. Auch der Ausfallschritt wird schulterbreit gemacht. Damit ihr nicht auf einer Linie irgendwie so rumwabbelt, sondern dass ihr einen stabilen Stand habt. Okay. Wir machen jetzt noch ein bisschen Cardio stärker. Shuffle Runs. Gehen dann in den Half Burpee. Shuffle Runs sind die hier. Seitlich. Halber Burpee. Zurück. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich das platzmäßig hinkriege. Okay. Shuffle Run. Half Burpee heißt runterkommen, hoch, Jump. Shuffle Run. Runter, hoch, Jump. Beim Jump möchte ich sehen, dass ihr ganz gerade werdet. Gerade. Und Hände mitnehmen. Vorbringen. Schön Hüfte vor, andere Seite ist dran.
unseren Lunch-Hops. Die haben die Lunch Mittagessen-Hops. Wäre jetzt auch was. Okay. Warten wir auf den Beep. Für wen sind denn die Workouts jetzt so? Für jeden. Man kann sie wirklich. Das ist das Tolle an so Zeitintervallen. Ihr könnt sie für jeden anpassen. Jeder, für den das schwerfällt, das Hüpfen, der macht nur die Lunges. Man kann die Hüpfe auch immer rausnehmen, sie anpassen. Die, die hüpfen können, die hüpfen. Also es gibt hier wirklich keine Definitionssache, für wen es ist und für wen nicht. Auch die Liegestütze, die wir später machen, kann man immer anpassen. Also, ich möchte keine Ausreden hören, auch beim Jump. Wenn ihr sagt, ah, der Untermieter, abgesehen davon, dass wir draußen diese Workouts machen, bei weiß nicht wie Grad, wir machen Bicycle Crunches, ist es so, dass ihr auch immer draußen eure Workouts machen könnt. Im Park, da ist jetzt sowieso keiner. Und wer es in der Wohnung machen will, der kann die hüpfenden Sprünge entweder leise ausführen oder sie einfach abändern. Es werdet einfach ein bisschen kreativ. Bicycle Crunches machen wir jetzt. Ein Bein wird gerade, ihr dreht euch rein, zurückkommen, wechselt. Immer leicht dabei zurücklehnen, hochkommen. Walk, walk, walk. Und der Beep rettet uns. Wir machen 20 Butt Kicks und 2 Big Jumps. Ist so ein virtueller Big Jump, als ob ihr so hoch wie ihr könnt springen wollt. Und Butt Kicks sind statt High Knees einfach den Po hinten mit der Ferse schlagen. Also 20 Stück. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 8, 9, 10, Big Jumps, 1, 2 und weiter. Steps.
bleiben hier oben mit dem Oberkörper, stützen uns mit den Händen ab und machen Side Let Downs. Von Seite zu Seite wippen, Beine runterlassen, Hände können ruhig abstützen, hochkommen zur Seite. Hoch. Immer schön hochziehen, das Knie, beide Beine bleiben zusammen, zieht hoch zur Seite. Wer spielt den Bauch? Wieder ein bisschen Koordination, Cardio. Wir machen Sidekicks, Frontkicks. Wie ihr das am besten machen wollt, könnt, liegt an euch, wie hoch ihr eure Beine kriegt. Wir machen also Side, Front und wechseln. Links, Front. Immer die Beine durchwechseln. Daniel macht es ein bisschen eleganter als ich. Ja, klar. Als jemand, der schon im Kickboxen war. Aber ich mache es halt, wie ich kann, so hoch ihr könnt. Und für diejenigen wieder, die nicht springen können, macht einfach stehende Kicks. Kick und Kick. Aber die, die springen können, wir springen. Hoch, 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 hoch. Und Kick. Front. So, geschafft. Crab Remix. Entweder mit beiden Beinen auf dem Boden oder einer erhöht. Heißt, Fingerspitzen zeigen zu den Füßen. Wir heben unsere Hüfte. Schwere Variante ist die hier, wo wir nach 5 wechseln. 3, 4, 5 wechseln. Schön die Hüfte nach vorne durchdrücken. 4, 5. Aber für diejenigen, für die das zu schwer ist, einfache Variante gibt es immer. Einfach durchwippen mit beiden Beinen auf dem Boden. Und wechseln nicht vergessen, wenn ihr ein Bein nehmt. Man denkt eigentlich, die sieht so einfach aus, finde ich. Ja. Und die ist richtig ganz körperhardcore. Okay. So. Durch, Hüfte runter. Andere Seite, Hüfte durch. Und immer schön die Hüfte tief zu Boden, fast über den Boden, schwebend leicht. Mit dem Bein nach vorne zur Seite, gerade werden mit dem Bein und hochkommen. Andere Seite. Unsere Running Mans kommen jetzt.
Tolle an Körpergewichtsübung. Jedem das Seine quasi. Okay, Running Man. Aber man muss erst mal lernen, so ans Limit zu gehen, finde ich. Ja. Am Anfang denkt man immer so, oh, das war jetzt aber schon ganz schön anstrengend. Ja, aber ich sehe dann oft, dass Mädels den hier machen. Das ist natürlich eher so, weiß ich nicht, was das ist. Oder mit Power, Körper anspannen. Auch wenn man kurz durchatmen muss oder so. Lieber mal Power ans Limit gehen. Aber Unterschied zum HIIT ist natürlich, wir teilen uns hier unser Cardio ein bisschen ein. Wissen, es geht noch eine weitere halbe Stunde danach. Deswegen können wir natürlich nicht so ans Limit gehen, wie beim HIIT. Und das ist eben der große Unterschied. Wir machen Lunges. Zurück, Ausfallschritt, Hopf. Ich fange mit rechts an. Beim HIIT ist es so, man weiß, es geht jetzt noch 10 Minuten, 15 Minuten. Dann geht man so dermaßen ans Limit, dass danach nichts mehr gehen soll. Und hier müssen wir ein bisschen einteilen. Haben weniger Nachbrenneffekt, aber mehr Kilokalorien, die währenddessen verbraucht werden, weil es natürlich länger geht. Zurück, tief, mit den Beinen den ganzen Weg nach unten und hoch. Hopp. Beinwechsel machen wir nicht. Später kommt das andere Bein dran. Und hopp, großer Sprung für unsere Shuffle Runs. Das heißt, wir seitlich shuffeln, Half Burpee, Jump Up, zurück shuffeln. Warten auf den Beam, kurz durchschnaufen. Und los geht's. Shuffle, 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 Half Burpee, kein Liegestütz, hoch, Jump. Auch ohne Sprung geht der. Das heißt, wir shuffeln. Wir steppen zurück, steppen vor, werden gerade. Geht alles. Ich will keine Ausreden sehen, lesen, hören. Und hoch. Nehmt die Hände, die Arme mit. So habt ihr wirklich den ganzen Körper fokussiert auf die Übung. Und ihr seid so mehr im Gleichgewicht, könnt euch mehr konzentrieren auf die Übung selber. Sauberer Sprung. Genau. Später werden wir noch richtig die Beine, den Oberkörper zerstören. Jetzt ist wirklich nur ein bisschen Cardio. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass Sie hier sind bei der Folterkammer. Hier ist natürlich wichtig, dass ihr eine relativ gute Matte habt,
Mir tut das sonst höllisch am Rücken weh. Aber unsere Matte ist. Und der legt unter eure Matte noch irgendwie ein Handtuch. Genau, oder so. Ein Handtuch oder vielleicht sogar ein Kissen oder so. Runterrollen und hoch. Mit Schwung. Jump. Und jump. Groß werden. Langsam runterlassen. Und hoch. Mit Schwung. Am besten macht es in einer flüssigen Bewegung. Heißt hochkommen, gleich wieder runterlassen. Ihr werdet merken, wir haben relativ wenig extremer Cardio. Sachen wie Tuck-Jumps drin oder Elbow-Tucks oder Ninja-Tuck-Jumps, einfach weil ich gesagt habe, es ist kein HIIT. Wir machen jetzt Push-Up-Walks. Und dann möchte ich, dass ihr bis zum Ende durchhaltet und nicht zwischendrin sagt, oh Gott, Anne, du hast sie dann immer alle. Das macht nämlich Daniel schon. Also Push-Ups, Walk Around the World. Also Push-Up, Walk. Könnt auch immer in verschiedene Richtungen laufen, aber das können wir halt jetzt schlecht. Ich zeig mal, also ihr könnt auch durchlaufen. Durchlaufen. Push-Up. Und weiterlaufen. Ich habe schon mal gezeigt, wie man Push-Ups falsch und richtig machen kann. Unten in der Infobox oder bei meinen Videos seht ihr es. Ganz wichtig, Kopf bleibt oben, Ellbogen leicht nach hinten, Brusthöhe runter und hoch. Und walk. Und geschafft. 20 Buttkicks, 2 Big Jumps. Daniel lächelt schon so. Als ich gestern die Idee hatte, hey, morgen machen wir eine Stunde Workout. 20 Buttkicks. Hab ich nur gesagt. Mhm. Gestern war noch voll begeistert. 10. 20. Big Jump. 1, 2. Erstmal am Tag vor voll begeistert. Und wenn man es dann machen muss, oh nee. 10.
nach dem Beep. Los geht's. Hoch mit der Hüfte. 5 pro Seite. 1, 2, schön gerade werden. 3, 4, mit der Ferse drücken. Und 5, wechsel. Nur die Ferse kommt auf. Gerade werden im Oberkörper. Und 5, wechsel. Oder ihr macht es einfach nur so. Mit beiden Beinen. Ich möchte nur, dass ihr wirklich ganz gerade hier hochkommt und wieder runter. Und Hüfte bleibt immer in der Luft. Nicht absetzen, außer ihr könnt nicht mehr. Erste Runde ist geschafft. Es ist Time for Water Break. Und danach sehen wir uns gleich wieder. Wir sind gleich wieder am Start. Ohne lange Pause. Tschüss, bis gleich. Und wir kommen zur Krafteinheit mehr. Wir fangen gleich an, gleiches Intervall, 40-20. Und ich habe jetzt 28 insgesamt, also 14 Übungen, die wir zweimal durchmachen. Los geht's. Wir fangen an mit Trizepsliegestützen. Hände nah aneinander, entweder auf den Knien, als Frau ist es einfacher. Brusthöhe, Ellbogen am Körper entlang. Schön Hände nah beieinander, so nah es eben geht. Ich tue sie gleich nebeneinander stellen. Ellbogen am Körper entlang, runter und wieder hoch. Auch hier darauf achten, dass der Kopf oben bleibt und nicht zu Boden geht, bevor die Brust runter geht. Ruhig auf den Liegestützen auf den Knien machen. Die Trizepsliegestützen sind schwerer. Da muss man nicht auf dem, gleich die schwere Variante vom Daniel machen. Okay. Wir machen was für die Beine. Hände gleich auf den Knie bleiben. Daniel weiß, was kommt. Wir machen Step-Ups, Low-Step-Ups. Ja. Ja. Das ist, ich möchte auch richtig Bein brennen sehen. Das ist ein ganz Körper-Workout. Das heißt, der ganze Körper. Seid bereit. Wir steppen ab. Ich fange mit rechts an, bleiben low. Gehen wir runter und steppen mit dem anderen hoch, also mit dem linken. Immer durchwechseln. Und rechts hoch. Ich will, dass er tief bleibt. Hinten, Po, Gesäß nach hinten. Gewicht ist nach hinten verlagert. Und rechts hoch. Rechts runter. Links hoch. Links runter. Merkt euch, mit welchen Beinen ihr hochgekommen seid. Damit ihr nicht immer wieder am selben hoch geht. Okay. Liegestütze, Daniel geht schon. Wir machen Liegestütze. Zur Seite gehen wir hoch. Zur Side Plank. Und crunchen. Crunchen. Heißt, unser oberes Bein hebt sich. Wenn ihr jetzt einen Liegestütz macht, danach kommt ihr zur Seite hoch. Crunch. Und wieder einen Liegestütz. Stütz. Zur Seite hoch. Oberes Bein, crunch up. Wieder runterkommen. Liegestütz. Saubere Liegestütze. Zur Seite hoch, crunch. Könnt ihr sehr gut auch auf den Knien machen. Heißt, auf die Knie, hoch, zur Seite, crunch. Aber auf den Knien bleiben. Runter, zur Seite, auf den Knien, crunch. Aber für all diejenigen, die können, hoch, push-up. Geschafft. Und nächste Übung für Daniel. Wir machen Low Lunges. Oh ja. Tiefe Ausfallschritte. Heute haben wir irgendwas mit tiefen Sachen. Habe ich jetzt irgendwie entschieden. Heißt, ein bisschen wie gerade eben. Wir lungen zurück, bleiben tief und wechseln nur. Lunge back. Das vordere Bein bleibt immer tief. Es wechselt nur. Tief, back lunge. Tief. Versucht dabei, den Rücken gerade zu halten. Gesäß nach hinten, lunge back, tief. Lunge back, tief.
tief. Keiner geht hoch. Hoch können wir in der Pause gehen. Da, Bombos. Oh ja. Oh je. Aber wir machen es in Kombis. Heißt Dive Bomber. Ihr kommt zurück. Leg Lift hoch mit den Beinen. Und dann ist wieder ein Dive Bomber. Ihr kennt sie ja eigentlich alle. Wir tauchen drunter durch. Zeigen. Also, durchtauchen. Zurück, hoch mit dem Gesäß. Schön nach oben im Gesäß. Das heißt Leg Lift. Und Leg Lift. Beine wieder breit stellen. Dive Bomber. Und Gesäß wieder nach oben drücken. Mitte. Leg Lift. Leg Lift. Wir können es auch sehr gut auf den Knien machen. Für die, die noch zu schwer ist, halt einfach auf den Knien. Vortauchen. Zurückkommen. Hoch. Leg Lift. Leg Lift. Aber die, die können, die machen. Okay. Wir bleiben auf dem Boden. Machen was für den Rücken. Und zwar Supermans. Superman. Unser Superman wippt jetzt von rechts nach links, wenn er hochkommt. Oh nein, da kommt der kleine Superman. Und hoch, nicht ins Hohlkreuz, sondern ganze Oberkörper hoch. Ja, Timmy. Und nach links und nach rechts. Nach links, nach rechts. Wir wippen hoch mit dem Oberkörper, nach rechts, nach links. Über dem Boden schweben, der Superman. Guckt auf den Boden, sonst überstreckt ihr eure Wirbelsäule zu sehr. Deine hat so einen kleinen Anhang. Ja. So einen kleinen Zitteraal. Okay. Um nicht zu kalt zu werden, machen wir jetzt In-and-Out-Jumps. Auch mir ist eigentlich ganz schön warm. Dani lässt die aber aus. In den Outjumps heißt, wir fassen in der Mitte auf den Boden. Auf den Boden fassen, zusammenkommen. Auf den Boden fassen, zusammen. Gesäß nach hinten rücken, gerade wenn ihr runterkommt. Dani fasst aber Tammy an. Das gilt nicht. Der schubbelt. Und immer schön den ganzen Weg nach oben kommen. Nicht tief bleiben. Könnt ihr auch. Aber wir kommen jetzt mal hoch. 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 Schultern zurück, wenn ihr runter geht. Der Oberkörper kommt runter. So. Dips. Wir machen 10 Crab Dips und dann will ich mal, dass ihr vorsteppt. Das heißt, beim Dip sind wir so und danach gibt es Step, 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 Step und wieder Dips. 10 Stück. Fingerspitzen zeigen zum Fuß, Ellbogen nach hinten. 1, 2, 3, Gesäß über dem Boden. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step forward, gerade werden. Und Step Back. Und wieder 10. 4, 5, 6, 7, 8. Ellbogen nach hinten. 10. Step Forward. Gerade werden. Step Back. Ellbogen schön nach hinten zeigen. 10. Vor. Geschafft. Wir bleiben am Boden. Machen Crunch Punch. Das heißt, wir punchen, wenn wir hochkommen. Das heißt, ich möchte sehen, Hüfte nach oben kippen, damit der untere Rücken auf dem Boden bleibt. Dann crunch ihr ganz ab, Hände an die Schläfen, nicht in den Kopf, hoch und überkreuzt Punch. Punch. Den ganzen Weg langsam nach unten abrollen und wieder hochkommen. Ohne Schwung. Und hoch. Ganzen Weg nach oben. Punch, Punch mit Power. Runter, bis die Schultern auf dem Boden sind, dann wieder hochkommen.
Und hoch. Nochmal ein bisschen jetzt Cardio für Daniel. Habe ich gedacht, wir machen nochmal richtige Burpees, oder? Das heißt immer für mich hier. Ja, Daniel muss wissen. Power. Richtige Burpees heißt mit Liegestütz, heißt mit Hochjumpen. Für die, die jumpen können, ich zeige nochmal was ohne Jumpen. Das geht immer. Daniel zeigt die echten zurück. Push-up. Vor und hoch. Und mit Jump. Ein Problem mit dem Handgelenk hat, kannst du auch im Fäusten machen. Ich zeig's dir mal. Ja, das geht echt gut. Auf den Fäusten. Runter. Und wie ihr seht, ich als Frau kann das auch. Es geht also auf der Faust runter. Und hoch. Kopf nach hinten nicht vergessen. Beine. Wir machen low walks zur Seite. Wenn sie schon so lacht. Kann ich immer fast nicht selbst glauben, was ich gerade aufgeschrieben habe. Low walks heißt, wir gehen tief und laufen zur Seite. Ganz einfach eigentlich. Drei Steps. Wir kommen hoch und laufen zurück. Rücken gerade, Gesäß nach hinten. Tief, tief. Schaut euch ruhig im Spiegel an. Man denkt oft, man ist tief und ist dann nur so. Aber man sollte so sein. Und zurück. Drei Steps, hochkommen. Und wieder runter. Wir gehen in die Plank. Machen 5 Star Jumps in der Plank. Und danach 10 Mountain Climbers. Ihr kennt das. Könnt ihr entweder auf dem ganzen unteren Arm machen, auf den Händen, auf den Fäusten. Auf dem Gesicht, wie aber. Auf dem Gesicht. Okay, Star Jumps, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Mountain Climbers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dabei darauf achten, Gesäß ist tief. 3, 4, 5. 10 Mountain. Okay. Jetzt machen wir. Was? Froggy Jumps. Oh ne. Wer kennt die noch? Wir stehen breit. Wieso? Und springen mit kleinen Sprüngen nach vorne. Natürlich tief. Wie ein Fröschchen. Jump, jump, jump und zurück. Und wir bleiben tief. Wieder vor. Und zurück. Und dann müsst ihr wirklich tief gehen. Und immer nachwippen. Und wieder vor. Wieder tief. Oh. Ah. Oh Gott. Letzte Übung. Dann machen wir das Ganze nochmal. Hip Dips. Ich mache die wirklich gerne auf dem unteren Arm. Das heißt, runter mit den Armen und Hip Dips. Heißt von Seite zu Seite die Hüfte fast zu Boden bringen. Füße können immer nachjustieren. Und die Hüfte bewegt sich. Runter. Runter in die Mitte kommen, runter. Schaut auf den Boden, konzentriert euch auf die Hüfte. Auf die seitliche Bauchmuskulatur. Spürt ihr die? Spüren. Und dip. Und hochkommen. Wechsel.
macht noch eine Runde. Dann habt ihr die ganze Stunde durch. Wir fangen an mit unseren Trizeps-Liegestützen. Oh, stimmt. Da, ihr werdet sehen, die richtigen, wie Daniel sie macht, sind super schwer. Ich mache die auch nur auf den Knien, weil ich sonst echt unsauber bin mit den Liegestützen-Trizeps. Also runter, Hände aneinander, Ellbogen am Körper entlang, Kopf hoch, nicht runterkommen lassen den Kopf. Spürt den Trizeps. Weit runter. Hände schön nah aneinander. Und das Wichtige ist ja nicht die Handstellung, ob sie ganz zusammen oder so wie wir sind, sondern dass die Ellenbogen am Körper ganz satt. Ihr könnt auch Diamantenform halten, das machen auch viele. Einfach als Diamant, aber die Ellenbogen müssen am Körper sein. Okay, wir kommen hoch. Wir machen nämlich jetzt Low Step Ups, können eigentlich auf den Knien bleiben. Ah. Tut mir leid. Jeder Schritt umsonst. Ist eine Kalorie zu viel verbraucht. Okay. Step Ups. Erinnert euch, an welchen Fuß ihr hochgegangen seid. Mit dem gehen wir wieder runter. Und wir wechseln. Links hoch, links runter. Rechts hoch, rechts runter. Gesäß nach hinten, Rücken gerade. Und tief bleiben. Es sind noch 40 Sekunden. Die scheinen zwar wie 5 Minuten, sind sie aber nicht. Und konzentrieren auf die Füßstellung, Fußstellung, Füßstellung. Wir machen Push-Ups, Side Crunch. Ist Push-Up Side Crunch? Ja, wir gehen dann zur seitlichen Plank. Ach ja, okay. Und crunchen ab. Okay. Ihr merkt eindeutig mehr Kraft in der zweiten Runde. Also in der zweiten halben Stunde. Push-Up, sauber nach unten hoch. Side Crunch, oberes Bein heben. Mir ist jetzt gut warm, du. Ha? Mir ist gut warm. Mir auch. Also, Anfang habe ich es ein bisschen in den Händen. Ja. Habe es gespürt. Tief, zurück und wechsel. Tief. Das Knie, das Bein, was zurückgeht, bis zum Boden runter. Rücken gerade. Gewicht auf den Fersen. Mit unseren Leglifts. Ich habe schon gesagt, man kann gezeigt, auch auf den Knien zu machen oder auf den Füßen. Breit stehen, Po schön nach oben. Das ist kein normaler Liegestütz. Po nach oben, durchtauchen. Zurück, Gesäß nach oben, in die Mitte, Push und Push. Auseinander. Push, push, und auseinander, ihr könnt noch, ihr habt's gleich, okay.
Viele finden die Übung ja richtig schlimm. Warum ist sie so schlimm, Superman? Weil der den ganzen Tag nur auf dem Bürostuhl sitzt. Genau. Das ist so. Weil der Unterrücken bei vielen Leuten so schwach ist. Aber er ist so wichtig, dass er später mal keine Rückenbeschwerden kriegt. Von rechts nach links. Oberkörper erhöht. Aber hier muss man immer vorsichtig arbeiten. Dass nicht irgendwie so, sondern wirklich gerade. Nie ins Hohlkreuz. Der Muskel ist die ganze Zeit angespannt im Unterrücken. Und ihr merkt richtig, wie ihr aus den hinteren Muskeln arbeitet. Und ihr schaut auf den Boden. Nicht zu uns schauen, schaut auf den Boden. Von Seite zu Seite. Schwingen, aber kontrolliert. Nicht mit zu viel Schwung arbeiten. Hochkommen. Daniel kommt erst hoch, wenn ich sag, was kommt. In und out Jumps. Okay. Er hat Angst, dass er sich zu viel bewegt. Ja, eine Stunde ist lang. Eine Stunde ist lang, ja. In und out. Noch ein bisschen Power. Runter. Runter. Geht auseinander, kommt runter. Schön tief. Gesäß geht nach unten. Nicht nur den Oberkörper runterbringen, sondern wirklich Bein anwinkeln. Es geht auch automatisch, wenn ihr die Schultern einfach nach hinten nehmt. Dann müsst ihr schon runter, ja. Ja, vor allem seid ihr einfach aufrecht dann. Genau. Ist auch gut für den unteren Rücken dann. Also schon eine sehr wichtige Übung. Ja. Man kann ja immer mal aus den Beinen hochheben und ist genau diese Übung. Das stimmt. Okay, Dips. Okay, Dips. 10 Dips, Step Forward, wieder 10 Dips. Oh, die finde ich ja. Ich finde, dass diese Dips echt. Die Dips sind echt heftig. Echt übel. Fingerspitzen zeigen zu den Füßen. Nah am Oberkörper platzieren. Und hoch mit der Hüfte. 10 Dips, Ellbogen nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step Forward. Dabei darauf achten, wenn ihr Dips macht, dass ihr nicht zusammensackt in den Schultern. Schön rausdrücken. Und wenn ihr nach vorne steppt, schaut, dass ihr eine kurze Plank schafft. Auf den Schultern. Vorne und richtig eine gerade Linie. Und dann geht's weiter. Und aus den Schultern hochdrücken. Nicht reinsacken. Und 10. Plank it. Geht mal. Punch, Punch machen wir. Wir legen uns zurück. Oh. Schönste Übung? Schönste Übung. Wirklich, ich finde es wirklich die schönste Übung. Wir crunchen ganz nach oben. Punch, Punch, überkreuzt. Und dann langsam wieder runterlassen. Hochkommen. Punch. Punch mit Power ist auch was für die Arme und für die Bauchmuskulatur. Richtig zur Seite mitgehen im Oberkörper. Runter. Zur Seite mit punchen. Immer kontrahiert nach dem Bauch, leicht zurückgewippt, nicht nach ganz vorne, sondern zurückgelehnt, punch, punch. Bauch immer anspannen. Und hoch. Mit Jumper. Let's go. Ihr habt's bald. Ihr habt's bald. Bald ist die Stunde um. Ihr habt richtig gut Kilokalorien verbraucht. Richtig gut was im Körper getan. Runter. Push-up. Und wir schaffen noch einiges. 2. Und 3. 4. Saubere Lungenschützer.
Suicide Walks. Suicide Walks auch genau. Atmen. Tief gehen. Sidewalks. Drei Schritte über die Matte. Hochkommen. Tief Rücken gerade, du siehst nach hinten. Gewicht aus der Ferse. Ich habe gerade überlegt, warum gehen die denn heute so einfach? Letztes Mal waren die viel schwerer, aber das war ein Profiprogramm. Und dort machen wir das Ganze mit so, Bändern. Mit so Loops, ja. Und das ist schon mal eine ganz andere Stufe. Da zieht das nicht nur, wenn ihr also Bänder da habt, ruhig benutzen. Dann zieht ihr noch ein bisschen was für die äußere Po-Muskulatur. Aber die sind trotzdem nicht einfach. Nee, aber halt im Vergleich. Leichter. Okay, 5 Star Jumps in der Plank und 10 Mountain Climbers. Die hasse ich ja, diese Star Jumps. Die sind schon, da merkst du mal, wie schwer man ist. Ja. Man landet richtig auf. War das eine Anspielung auf mein Gewicht? Nein. 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Mountain Climbers. 10. 1. 10. 3 Wochen, weil dann habt ihr es gut drauf, dann kennt ihr die Übungen. Und dann ist es nicht mehr ein neuer Reiz. Aber für diejenigen von euch, die euch fragen, soll ich lieber das machen statt HITs? Nein, aber man kann es hin und wieder mal einbauen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber die HITs sind trotzdem da, wo wir denken, wo man am besten Fett verbrennt, Fett abbaut und trotzdem Cardio integriert. Aber wenn man ein bisschen länger mal Workout haben will, dann ist das hier auch super. Also immer durchwechseln ist am besten. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr so ein stündiges Workout findet. Ich hoffe ja nicht so gut. Ja, leider hofft, dass ihr es alle hasst. Aber schreibt es mal in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es gut fandet. Weil dann wissen wir, dass
Ciao. Tschüss.